Katari kommt aus dem Hamburger Raum. Es ist eine 8-Mann-starke Band. Das stimmt so nicht. Es sind 6 Männer und 2 Frauen. Die würde ich kurz mal vorstellen wollen, namentlich. Und dann spielt jeder mal die ersten 30 Sekunden des Tracks, der gleich im Folge danach kommen wird. Da fangen wir vorne beim Gitarristen an, der Ivo. Hallo Ivo. Hallo. Wie lange bist du schon bei Daptari dabei? Ich bin 9 Jahre dabei. 9, also die Band gibt's ja schon ein paar Tage, ne? Ja, genau. Die ersten 30 Sekunden vom nächsten Track, der da heißt? Der nächste Track heißt? Na? Rattenrennen. Rattenrennen. Wie würden die ersten 30 Sekunden klingen? Die ersten 3 Sekunden klingen ungefähr so. Das klingt nach Rauchwaren im Blut. Okay, wunderbar. Ivo, vielen Dank. Toll. Dann haben wir hier einen der Sänger, Marco. Hallo Marco. Moin. Deine ersten Sekunden vorne bei Rattenrennen heißen... Ich habe lange Zeit nichts zu tun. Nichts, dann tust du erstmal nichts. Jo. Ist auch gut, kannst du eine Pause machen, ja? So, dann habt ihr noch eine Sängerin, nämlich die Quandra. 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 Genau. Richtig. Du sprichst Spanisch auch, ne? Sie. Das hört man auch, sehr interessant, auch die Farbe. Was machst denn du die ersten 30 Sekunden beim nächsten Song? In den ersten 30 Sekunden singe ich, glaube ich, also ich singe die erste Strophe, aber ich glaube, die kommt erst nach 30 Sekunden. Tu mir mal so, sie kennen noch 29 Sekunden. Dann hättest du jetzt noch eine Sekunde. Wie würdest du anfangen? Dicen. Danke, das reicht. Das wäre dann die erste Sekunde. Da haben wir den Schü. Schü, du spielst Trompete. Ja, moin. Sehr, sehr schön. Das ist richtig. Was machst du denn die ersten 30 Sekunden von Rattenrennen? Also zuerst warte ich das Schlagzeug-Intro ab und dann spiele ich den Bläsersatz. Der da so ginge. Ja, soll ich mal versuchen? Natürlich. Das ist übersichtlich. Okay. Ja, der geht noch weiter. Ja, glaube ich. Muss ja auch von der Geber leben, klar. Verraten, ne? Sören, du bist der Mann am Saxophon. Richtig, ja. Sören, was spielst du denn für die ersten 30? Ich spiele ähnlich wie Fabian, mein Kollege. Ja. Warte ich erst auf das Schlagzeug-Intro, dann spiele ich den Bläsersatz mit. Der da etwa, wie ginge? Der geht in etwa so. Aha, das harmoniert ja miteinander, kann man sagen. Ja, machen. Sollte es. Sollte es tun, ja. So, sonst wäre es ja, glaube ich, P-Funk. Ja, gut. Dann haben wir hier die Frau am, wie ist dein Name? Gesa, du spielst verschiedene Keyboards. Ja. Ja, und was machst du denn so die ersten Sekunden? Die ersten Sekunden, also der Off darf eigentlich nie fehlen. Ja. Deshalb bin ich eigentlich von Anfang an dabei. Nämlich mit was? Mit Klavier. Bitte. Off bitte. Sehr schön, ich habe verstanden, das Prinzip habe ich verstanden, okay, danke. Gesa, Applaus, toll. So, dann haben wir hier den Mann am Bass, hallo. Du spielst gerade einen E-Bass, aber ab und zu auch einen Akustik-Bass, ne? Nee, nur den E-Bass. Nur den E-Bass, was machst du denn? Dein Name ist Bolze. Genau. Bolze. Gehst du so auch in Polizeikontrollen? Ja. Okay. Tatsächlich. Okay, bitte. Und jetzt das Schlagzeug-Intro, von dem wir schon so viel gehört haben, von Robs. Ja. Hoffst, bitte. Die klingt ersten. Ungefähr so. Ja. Robs, das ist super, aber ich weiß nicht, bist du die Wiedergeburt von Stuart Copeland, der noch lebt? So ein bisschen der kleine Bruder. Das ist doch, da kann man doch gerne mal verglichen werden mit, oder? Ich finde ihn gut, ja. Ja, na also, dann finden wir ihn beide gut. Wunderbar. Wir hören jetzt diesen Titel Rattenrennen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, das reicht ja ewig. Ja, Reggae-Titel sind ja höchstens 12 Minuten, das klappt schon, ja. Hier sind Daptari, heute sind sie live bei KenFM. Geht mal auf ihre Seite oder geht auf unsere Seite, KenFM.de, da sind sie ausgeschildert, oder Daptari.de.